So, ich bin auch von manchen von euch mal gefragt worden, Alex, du hältst aber den Hals ein bisschen steif. Ja, das ist gut beobachtet, weil ich mir nämlich am 11.07.1990 das Genick gebrochen habe. Ne? Also das heißt, also, wer es mal sehen mag, der kann hier mal gucken. Hier sieht man das. Und die Überlebenschance dabei ist 1 zu 50.000, dass man das überlebt. Ich habe es überlebt, das heißt, man stirbt ja nicht direkt am Genickbruch, sondern man stirbt an der Verletzung des Rückenmarks. Ne? So, und bei mir war die Kraft, die da auf mein Genick gewirkt hat, genauso stark, dass das Genick gebrochen hat, und meine relativ starken Genickmuskeln haben das dann abgefangen, sodass eben nicht das Rückenmark verletzt wurde. Das Lustige daran war, dass das Ganze eigentlich auch ein Jahr lang nicht diagnostiziert wurde. Das heißt also, ich bin dann sogar ein Dreivierteljahr bis ein Jahr mit gebrochenem Genick durch die Gegend gelaufen, weil der Hintergrund ist, es war der erste und der zweite Nackenwirbel, und den Bruch sieht man nicht, wenn man röntgt, weil das durch die Zähne, wenn man von vorne röntgt, verdeckt wird, und wenn man von hinten röntgt, ist es so eine Art Schutzpanzer da hinten, und der verdeckt es auch. So, das heißt, man sieht es nur, wenn man durch den offenen Mund röntgt, und nachdem man es eh kaum überlebt, hat es eben auch keiner gemacht. Naja, jetzt werdet ihr euch sicher fragen, wie ist denn das eigentlich damals passiert? Ganz einfach, Frau am Steuer. Ich bin mit der Mutter meiner damaligen Freundin bin ich gefahren. Ich saß hinter der Fahrerin, Freundin saß neben mir. Die Mutter hat leider die Vorfahrt übersehen, und von links, da wo ich saß, kam einer rein mit 90. Wir waren Fiat Lancia, er war eine Mercedes C-Klasse. Das ganze Auto wurde dadurch ungefähr 1 Meter schmäler, und an meiner Seite, wo ich saß, wurde es nochmal um 60 cm eingedrückt. Also wirklich ein Wunder, dass ich das überlebt habe. So, wie gesagt, war am 11.07.90, erst später wurde es dann tatsächlich diagnostiziert. Aber was will ich euch damit eigentlich sagen? Ich will euch hier keine traurige Geschichte erzählen. Sondern was ich euch damit sagen möchte ist, als es dann dreiviertel Jahr später diagnostiziert wurde, habe ich mir dann die Frage gestellt, Mensch Alex, wenn du jetzt wirklich am 11.07.90 ins Gras gebissen hättest und hättest dir dann gedacht, oder ich habe mir dann gedacht, so, was hätte ich der Welt hinterlassen? Was für eine Veränderung wäre durch mich zustande gekommen? Was hätte ich verändert? Welchen Unterschied hätte ich gemacht, dass ich da war? Und die Antwort war sehr wenig. Und das hat mir echt zu denken gegeben. Ja? Weil, was ich, Steve Jobs oder andere sagen, Mensch, stell dir einfach vor, was soll später mal in deiner Grabrede gesagt werden? Also was möchtest du gerne über dich hören? Nicht, dass ich über das Sterben reden möchte oder sonst irgendwas, aber wenn man so dem Tod so kurz von der Schippe springt, dann führt es schon dazu, dass man ein bisschen nachdenklicher wird. Und ich habe mir dann einfach ein paar Gedanken gemacht und habe gesagt, so, ich möchte wirklich was machen aus meinem Leben. Und ich möchte vor allem dafür sorgen, dass, wenn ich irgendwann mal hier diesen Ort verlasse, die Leute sagen, Mensch, geil, dass Alex da war. Hey, super. Dank dem Typen sind wir besser vorangekommen, haben wir mehr erreicht oder was auch immer, weil das ist nämlich das, was übrig bleibt. Vom Geld bleibt nichts übrig. Und schaut also Leute an wie Galileo Galilei oder einfach Mahatma Gandhi. Also einfach Leute, die was verursacht haben. Nicht, dass ich mich mit denen vergleichen möchte, in keiner Weise, aber da sieht man, wie doch wirklich coole Aktionen, die man hinterlassen hat, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ne? An Julius Caesar erinnern sich leider auch viele, der hat nicht wirklich viel Gutes gemacht, außer viele Kriege geführt. Aber ich würde gerne einfach irgendwann mal in Erinnerung bleiben von Leuten, die sagen, Mensch, der Fischer, dank dem habe ich jetzt ein tolles Business, dank dem bin ich erfolgreich, dank dem habe ich die richtigen Kontakte gefunden, dank dem habe ich viele Mitarbeiter, die ein gutes Gehalt bekommen, etc. etc. Ja, also das war einfach mal kurz die Story. Sorry, wenn sie etwas länger wurde, zu dem, warum ich manchmal mein Genick etwas steif halte. Ne? Es hat allerdings keine Schmerzen. Ich habe allerdings noch zwei so dicke, so lange Nägel drin, die bleiben auch noch drin, oder die bleiben drin. Es sind praktisch zwei Wirbel miteinander verschraubt worden. Und bitte jetzt nicht denken, ich bin ein Zombie, so, der Rest ist relativ normal. Meine Mutter zweifelt da manchmal dran, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Rest relativ normal ist. Und das ist eigentlich alles dazu, und sonst kann ich mich eigentlich ganz normal bewegen. Ich bin ein bisschen bewegungseingeschränkt, eben weil zwei Muskeln verschraubt sind, weil zwei Wirbel verschraubt sind. Aber sonst ist eigentlich alles auch mit Denkleistung ganz tutti. In diesem Sinne, jetzt habt ihr die Antwort, auch wenn es ein bisschen länger war. Bis dann. Wenn euch das Video gefallen hat,
freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn ihr es teilt. Ihr seht also, man kann auch einen Genickbruch überleben und was Positives draus ziehen. Wenn ihr mir einen coolen Kommentar schreibt, würde es mich freuen. Und bis demnächst, euer Alex Fischer. Ciao, ciao.